Musikwetter los. Ich war eben im Wald, da ist auch schon total laut. Ne? Geh mal raus und mal gucken. Ja. Was denn jetzt passiert? Hast du Wasser verwendet? Ja, ganz kurz beim Wasser. Okay, dann weiß ich, was passiert ist. Nämlich, wenn man hier Wasser verwendet und der Boiler ist an, dann ist zu viel, weil die Pumpe, die schaltet sich ja ab und zu ein. Das heißt, hier geht jetzt, hier mache ich jetzt mal ein Reset, ja? Und ich fürchte, ich muss hier auch die Batterien resetten. Also ich lasse ihn jetzt nochmal neu starten. Jetzt müsste er sich langsam erholen. 3, 2, 1. Bob, jetzt chargt er wieder. Also jetzt lädt er wieder die Batterien von Solar. Und jetzt kann ich eben den Schalter einschalten. Und dann müsste er jetzt wieder hier Licht anmachen und so. Ja, jetzt hat er wieder den Verbrauch eingeschaltet. Man sieht das ja auch hier, ne? Die Beleuchtung. Und ja. Es geht das Intro wieder los. Es geht die Musik wieder los. Wartenarbeit. Ja, ich versuche auf möglichst regenwurmfreundliche Art und Weise hier mal das Beet umzugraben. Da habe ich noch nicht die optimale Technik, weil wenn man dann mit dem Spaten da so rumhackt, dann kann man auch die Regenwürmer am Ende auf dem Gewissen haben. Indem man einfach vielleicht so den Grasboden so abreißt, ja. Und dann tue ich das hier drauf. Kürbisse lieben so Haufen, ja, da breiten die sich dann aus. Da kommt später noch Kompost da drauf. Ja. Ende März hier auf dem Hof. Später gehe ich hier mal mit der Hake durch. So, gehen wir mal in den Garten, ja? Gehen wir doch einfach mal in den Garten. Schauen wir mal, was da los ist. Ja? Ist ein bisschen windig, ein bisschen umgegraben. Ja, hier entsteht jetzt auch ein neues Beet. Ja. Hier ein Beet angelegt, hier ein neues Beet angelegt mit dem Spaten. Ja, und hier kommen dann die Gras. Boden und drauf, sodass hier auch wieder ein Beet entsteht. Zum Beispiel für Kürbis haben wir letztes Jahr festgestellt, dass das ganz gut funktioniert. Hier liegt noch ein alter Kürbis rum oder die Schale. Ja, weil das ist jetzt hier so. Das ist ganz hohl, ne? Das haben die Tiere ausgefressen. Ja. Und hier das Beet, was die Maria letztes Jahr angelegt hatte. Man sieht ja hier auch ganz gut. Das ist zum Beispiel Postelein. Ja, das kann man gut essen, das ist Wintergemüse. Das ist auch so ein Asiasalat. Ja? Und sie hat es auch hier drauf geschrieben, kann man nachgucken. Ja, hier steht Asia. Postelan. Also da ist schon was rausgekommen. Ja? Hier, das wollte ich jetzt mal wegtun. Weil es hat immer so ein Experiment, wenn man nicht umgraben möchte. Sondern, guck mal, hier sind ganz viele Ameisen. Sondern einfach mal Pappe drauflegt. Ja, dann stirbt da das Gras darunter ab. Ja, ich persönlich bin aber nicht kein großer Freund davon. Ja. Letztendlich hat man viel Müll und man sieht ja, wie viel Gras noch übrig bleibt. Also ich bin eher ein Freund vom Umgraben. Ja. Aber da gibt es Leute, die sehen es so, andere sehen es so.
Hier sieht man, hat es ein bisschen mehr gebracht, haben sich dann aber auch Mäuse gesammelt. Hier können wir jetzt auch mal nachgucken. Also das ist alles noch von letztem Jahr, August. Das hatte der Björn hier hingelegt. Oh, ist richtig heiß, die Platte. Ja, und siehe da, hier sieht es genauso aus. Also dieses gelbe, ja, tote Gras. Hier sind Mäuse, hier haben sich Wühlmäuse getummelt und wohlgefühlt. Mäuse gibt es hier genug. Schließen wir mal die Batterie an. Lithiumtechnik. Neue Batterie ist angeschlossen. Im Haus im Moment kein Strom, aber das können wir gleich ändern. Also erstmal hier die Sicherung wieder reinmachen. Dann gucken wir mal, ob die Batterie funktioniert. Ja? So. Und ach, guck mal hier. Ja. Da tut sich direkt was. Und jetzt müsste halt wieder, jetzt müssen wieder die Panels geladen werden. Ich hoffe, man sieht das hier durch die Kamera. Hier sind die Solarpanels, sieht man. Und hier ist die Batterie. Er zeigt jetzt an, dass die Batterie voll ist. Und jetzt müsste er eigentlich wieder jeden Moment laden. Ja, jetzt sieht man es. Ne? Das heißt, jetzt macht er Charging, das heißt laden. Er lädt die Batterien auf. Genau, mittels dem Solarstrom. Den Panels. Fängt da wieder ein bisschen an zu schnaufen. Jetzt gleich müssen wir hier eben auch einen Input haben. Da können wir mal gucken. Ja, 1000 Watt ungefähr. Kommen jetzt rein. Draußen ist die Sonne aktiv und die laden jetzt die Batterien auf. Und jetzt gucken wir doch auch mal, ob, wenn wir das Ding anmachen, ob der Strom im Haus wieder funktioniert. Jetzt müsste das 5 Sekunden, 3 Sekunden dauern. Oh ja, siehst du, guck mal hier. Super, ne? Wir haben wieder Strom über Lithiumbatterien und Solar. Jetzt kommen auch 1,64 kW rein. Das ist das Maximum, was der hier über die Sonne laden kann, ne? Bei so einem helllichten Tag. 1,6 kW. Und genutzt werden gerade ja, knapp 100 Watt. Hammer, ne? Ja, war gut. Kann mal hochgehen, glaube ich. Ja, ich würde die Räder da nicht mehr lassen wollen. Ne? Das ist toll. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist so unglaublich schön. Und Insekten hört man und die sieht man, ne? Es gibt sie noch. Guckt es euch mal an. Hier in Ungarn gibt es sie noch. Ja. Mal hier überall. Ja. Ich hoffe, die Kamera fängt das ein, aber ich denke mal schon. Auch hier, guck mal hier. Hm. Überall summt und brummt es. Ja. Hört ihr das? Was ist das denn hier? Mischung aus Fledermaus und Biene? Naja. Hier summt es. Hört das mal. Hört euch das mal an. Ja? Ach, guck mal hier. Ja, hier kommen die ganzen Wildkräuter. Die lassen sich ja auch nieder. Hm. Erinnert mich daran, dass ich nochmal ein Wildkräutervideo wieder machen sollte. Dann müssen wir hier mal gießen. Hm?
wer sagt's denn? So, jetzt gibt's wieder leckeren Saft. Leckeren Saft hier, frisch gepresst aus der Natur. Ich habe gestern schon ein ganz komisches, ungutes, seltsames Gefühl beschlichen und habe die Nacht kaum geschlafen. Und ich zittere jetzt auch noch ein bisschen. Schaut mal hier. Ja. Ich hoffe, die Kamera stellt scharf. Wer sich an unsere Videos erinnert, auch an die Aufkleber hinten, das ist Susis Auto, ja. Nur Sachschaden, ja. Nur Sachschaden. Susi geht's gut. Da dürfen wir dem Allerhöchsten für danken. Aber irgendwie soll ich das jetzt als Zeichen mal interpretieren, weil sie war ja auf dem Weg nach Ungarn. Da habe ich mich sehr drauf gefreut, sie auch. Aber irgendwie. Kaum ist die Treppe gestrichen, kann es auch wieder geputzt werden. Ja. Ich mache einen kleinen Ausflug in den Balaton. Spontan. Na. Blöd, wenn die zweite Fahrradtasche, die man besitzt, in Deutschland ist. Aber ich habe improvisiert. Das scheint gut zu halten. Und ja, Fahrradschuhe an, Barfußschuhe dabei. Da kann hier nichts mehr schief gehen. Die Kamera lasse ich aber hier. Ja? Karfreitag wird nicht gearbeitet und Samstag auch nicht. Den leckeren Kuchen hier. Das ist nämlich ein Kokos Mohn Marzipankuchen, den habe ich für eine ganz besondere Person gemacht und genau, die Person kommt jetzt gleich mich besuchen. Ja? Ihr könnt ja schon mal überlegen, wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Wer könnte diese spezielle Person sein? Ja? Ich mache da jetzt noch so ein paar Kerzen drauf. We are on tour again. Windrauschen! Susi ist wieder da! Genau. Und wir sind hier am kleinen, ganz kleinen Balaton, ne? Perfekt ist das. Hier wird wieder gearbeitet. Ja. Ausnahmsweise mal ein relativ bewölkter Tag. Ja. Am Nachmittag und trotzdem dunkel. Aber hier haben wir, beziehungsweise habe ich vor, was war das, 5-6 Tagen, höchstens eine Woche her, diese dicken Bohnen reingepflanzt. Und, hier kommen die schon, ne? Sieht man. In regelmäßigen Abständen, obwohl hier ist jetzt nichts, aber dann geht's weiter, ne? Überall die dicken Bohnen, die kommen relativ früh. Und das wollte ich euch noch zeigen. Na, hier haben sich natürlich die Wildkräuter durchgesetzt. Ne? Dann machen wir jetzt nächstes Jahr wieder was. Und hier hatte die Maria vor einem halben Jahr so Wintersalat und Asiasalat. Porzellan und sowas angepflanzt und hier sind schon die Blüten, ne? Also ist wirklich sehr viel gekommen. Kann man jetzt noch essen. Genau. Wahnsinn, wie sich das hier immer wieder alles breit macht. Ja. Die Wildkräuter oder das Gras, ne? Ja. Aber wir haben es gesagt, wir haben hier 7 Tage zusammen. Ein Arbeitstag. 6 erholsame Tage. Ja, schön, schön. Hier wächst alles Mögliche, ja. Herrlich, also geht raus. Ja, wenn ihr das Video hier seht, geht raus und pflückt Bärlauch und andere Wildkräuter. Ja. Und wir machen uns heute einen schönen Tag in Peach. Lecker.
Ja, da hängt ganz schön was dran, ne? Ja. Total. Die Monumente, die Tulpen, das ist echt typisch für Ungarn. Ja. Und dann hier im Hintergrund. Das ist schon toll. Ja. Hier in Pécs, das ist mal so ein Ausflugstipp. Ja. Reisetipp von Susi und mir. Oder Pécs kann man mal machen. Ja, ist echt schön. Schöne Stadt. Kann man sich kulturell vergehen. Wenn man jetzt mal so guckt, ne, diese altertümlichen Figuren aus längst vergangener Zeit und dann diese modernen Kisten davor, die nicht mal ansatzweise so lange halten. Ah, das hat alles hier eine Geschichte zu erzählen. So, wir haben den 16. Mai, ja, zweite Hälfte des Mais angebrochen. Wir haben 12 Grad hier, es ist super kalt. Schau mal hier, guck mal, wer da liegt. Das sind Siebenschläfer, nicht aufwachwecken, ne? Im Kamin. Mein Leben hier, hä? Schaut mal hier. Guckt euch das mal an, ne? Das nennt man Mais. Ja, wir haben Mais angepflanzt das erste Mal. Hier ist, glaube ich, nicht so viel angepflanzt, aber hier zum Beispiel dicke Bohnen. Die kommen alle raus, ja. Die kommen alle raus, die dicke Bohnen. Wir haben nicht einmal gegossen. Es hat wirklich genug geregnet. Es ist trotzdem jetzt zum Beispiel heute auch sehr warm. Traumhaft. Einfach traumhaft, ja. Und es geht weiter. Hier haben wir, ich habe hier mal ein paar Kürbisse reingetan. Da sehe ich aber noch nicht viel. Das ist eine Vorzucht, glaube ich, vom Vorteil. Ansonsten immer viele Wildkräuter. Ne? Wir haben hier ganz viel Gundermann. Hier haben wir Fünffingerkraut. Und eine Heuschrecke ist hier. Die springt hier jetzt munter rum. Ja, also Wildkräuter sind ja auch immer super. Und hier auch wieder Mais. Ja, seht ihr hier, das ist Mais. Toll. Also das ist auch eine alte Sorte. Die haben wir vom Selbstversorgerhof in Portugal bekommen.
Na, hier wieder Fünf-Finger-Kraul, kann man einfach essen hier. Hä? Tschüss, du schöne Heimat. Ja, bis bald. Ich komme bald wieder nach dem Raw Future Camp Event. Ist auch wieder der Wein heute sehr hochklettern. Große Kastanie. So, die Abreise steht bevor. Hier mache ich mir noch einen leckeren grünen Smoothie. Ja. Mit Wildkräutern aus dem Garten, hier viel Braunhirse, eine Banane, Leinsamen. Und der Destillierer ist gerade fertig geworden, das letzte Wasser, was hier destilliert wurde. Und jetzt geht's auf ins Fahrrad. Ins Fahrrad, genau. Und dann Richtung Österreich. Mhm. Das ist nämlich saumäßig heiß in der Karre. Was ist nun mit ihm geschehen? Wahrscheinlich ist er tot. Er wird auf dem Berg verunglückt sein. Er wird uns dann aber weiterführen. Ohne Moses haben wir keinen Führer. Dann sind wir verloren. So, hier sind wir jetzt in Slowenien. Hier ist jetzt Österreich vorbei. Ja. Ja, ne, hier ist nämlich nochmal der Fluss. Auf dem Podest, da können wir zwar hinsetzen, da können wir sogar die Füße mal ins Wasser hängen. Ja, da können wir die Füße ins Wasser tun, genau. Sollen wir das mal machen? Ja. Es schmilzt, ja, nimm Neues. Guck mal, hier liegen ganz viele. Und dabei 26 Grad, ey, völlig irre. Jo. Schön hier, ne? Schön warm. Ja. Jetzt machen wir was Leckeres zu essen. Ja, machen wir. Ja, jetzt gibt's lecker Essen. Hm? Salat, Hummus, Äpfel, Möhren, Soße. Guten Appetit. Und das hier ist der Sebastian. Der spielt mal wieder am Strom rum. Mhm. Steckdosen müssen eingebaut werden. Ohne, dass wir den Strom ausmachen? Papa. Ohne, dass wir den Strom ausschalten? Ja klar. Ich schnitze hier. Das geht schon. Der Wegschnitzer hat ja nur 2,4 kW. Ja, das heißt, du würdest es so gerade überleben. Finde ich gut, ja. Und hier sind die dicken Bohnen. Ganz viele dicke Bohnen. Und Mais haben wir auch angepflanzt. Huh? Hier ist Mais. Super, hier ist zwar Chaos, Wildkräuter,
alles Mögliche. Aber wir haben letztes Jahr ein paar Kartoffeln drin gelassen und man sieht, hier sind Kartoffelpflanzen. Also Thema Permakultur und wie es sich selbst entwickelt, das funktioniert. Oh ja, mein T-Shirt, super. Ja, eine tut es vielleicht auch. Guck mal, was da hinten hängt. Ja. Hier ist noch eine. Boah, also die Mücken sind das Problem. Super, ja, die Mücken, das ist Wahnsinn. Man kann hier draußen gar nicht arbeiten. Vor allem jetzt hier mit langen Sachen habe ich auch keine Lust. Aber drin haben wir noch was zu tun. Hier ist nämlich. So. Sieht gut aus. Top. Jetzt mache ich das zu. Und das ist das Letzte, was gestopft werden muss. So. Ist schon viel leiser, ne? Ja. Ja? Ist es. Ja, wenn man das jetzt aufmacht. Lauter. Kommt eine Schallwelle entgegen. Das ist jetzt momentan nicht mehr. Das muss gereinigt werden. Das muss jetzt gereinigt werden, einfach aus dem Grund, dass wir es wieder besser durch das Leerrohr durchschieben können. Mhm. Ist jetzt nicht unbedingt nötig, aber ich würde es einfach mal machen. Ne? Dieses 6 Quadrat PV-Kabel, das wir freigelegt haben, dünne. Spannung, genau. 80 Volt sind es momentan, weil es bewölkt ist, ist klar. Logo, das dürften ja ungefähr, 36 Watt nur. Ja, und jetzt lädt er auch die Batterie. Mhm. Mhm. Super spannend. So, jetzt könnten wir theoretisch gleich die Einspeisung an den hier umdrehen. Okay, machen wir das. Aber dann haben wir kurzzeitig hier kein Licht. Schon ein Monsterprojekt, ja. Mhm. Aber auch mal was anderes, ne? Ja, sicher. Wenn man sich es mal so anguckt, jetzt zwei Wechselrichter, die dann auch von der Topologie mal eben geändert werden können. Also sprich, mehr Panels bekommen oder eben weniger, je nachdem, wie man wünscht. Richtig. Das ist einfach ein flexibles System dann auch. Ne? Also das ist super. Man kann es für den Winter optimieren, für den Sommer. Und hat eben auch letztendlich einmal 2,4 kW, einmal 3 kW und kann diese Leistung eben auch unter den Wechselrichtern aufteilen, auch an die Geräte geben. Genial. Die habe ich hier schon dreimal gesehen. Da ist nochmal Dreck drin. Komm, Schnitt. Ein Sofa. Schlafcouch, ne? Ja. Ich kann auch Gäste drin schlafen. So. Kannst du dann alles in den Topf tun? Super. Ja. Hm.
Genau. Sag mal, nur im Kreis, ne? Ja, weil der hat das gesagt. Dann müssen wir das auch machen, hä? Komm, komm schon die nächsten Dino-Reiter. Die ist auch noch klein. Ja, wenn du magst, eine Runde aufnehmen. Mal beim Frühstück. Seit wann gibt's Klabautermann, Tim? Ja, seit 1998. Das ist ja jetzt schon 21 Jahre. Oh, stimmt, das ist eine ganz schöne Weile. Wir haben uns vor knapp 20 Jahren kennengelernt. Hm? Ja. Kurz nach Klabautermann Beginn. Ja. Hast du dann fürs erste richtige Album die Drums eingezockt. Ja, und jetzt sehen wir uns fast 20 Jahre hier wieder in Ungarn. Und klappt ja eigentlich ganz gut bis jetzt. Die Hälfte des Songs haben wir fertig, aber fast. Ja, super Ergebnis, ey. Super geiles Drumming. Ach so. Auch gut gegen Rheuma und Gicht. Eine Heilpflanze, eine gute Salatpflanze, weil sie eben hier nicht piekst. Man kann sie ganz gut ein bisschen abrupfen mit einer leckeren Soße, Dressing zum Salat verarbeiten. Man kann sie aber auch entsaften. Ich habe mir gedacht, das passt gut zu Brennnessel, die ja auch sehr viel Eisen hat, blutreinigende Wirkung hat. Und deswegen gehen wir jetzt weiter auf die Suche nach Brennnessel. Nochmal hier ein paar Wildkräuter durchjagen. Na dann, Prost, Tim, hä? Prost! Erstaunlich lecker sogar. Erstaunlich lecker, ne? Ich hätte jetzt gedacht, das wäre voll eklig, so grüner Saft aus Kräutern. Nee, deswegen. Die meisten können sich das nicht vorstellen, dass das echt köstlich ist. Echt, kann man trinken. Power, ne? So, wir haben August, ja, Mitte August 2019. Bin jetzt seit einer Woche wieder da. Ich habe mit einem guten Freund Aufnahmen gemacht, Schlagzeugaufnahmen. Ja. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu windig. Ich wollte euch was zeigen. Ja, was hat sich hier getan? Also Kürbis wie immer. Ich setze einfach Samen rein, die kann man
vielleicht 24 Stunden in Wasser einweichen. Das habe ich hier bei den meisten gemacht. Und die kommen alle, die Pflanzen, die Kürbispflanzen, die mögen den Boden hier, ne? Und vielleicht sehr gut auch hinten auf dem Komposter, da sind auch ganz viele Kürbispflanzen. Und auch hier, ich zeige euch das hier auch mal. Ja, also die kommen alle, hier ist die Blüte. Das sind alles Kürbisse, Hokkaido. Ja, also wunderbar. Das ist auch irre, wenn man überlegt, so ein Kürbis, der hat bestimmt 300, ich habe es noch nie gezählt, aber ich schätze mal ungefähr 300 Kerne. Und aus denen können wieder 300 Pflanzen entstehen. Und an so einer Pflanze sind ja ganz gut und gerne mal 10 Kürbisse. Ne? Also das ist Wahnsinn. Das kann, aus einem Kürbis können wieder 3000 neue Kürbisse entstehen. Also die immer sammeln Samen und Kerne und dann wieder nächstes Jahr anpflanzen. Ne? Also sieht sehr gut aus hier. Hier hat sich nicht viel getan. Und hier, das ist sehr traurig. Wir hatten hier schon Mais, der war einen halben Meter groß vor 6 Wochen, als ich hier weggefahren bin. Auch hier, dicke Bohnen waren hier ganz viele. Und wie man sieht hier keine Bohnen mehr. Das ist abgefressen worden, ja. Ich habe hier auch schon Tierspuren gesehen. Ich glaube, hier sieht man es noch. Ja. Ja, das sind eindeutig von Rehen, glaube ich. Können auch Wildschweine sein. Auf jeden Fall haben die alles abgefressen, abgefuttert. Auch hier die Kartoffelpflanzen, hat nur eine überlebt. Ja, eine Kartoffelpflanze. Hier war alles voll, als wir gefahren sind. Und hier war auch alles voller Mais. Ja, hier ist noch eine Maispflanze, wie man sieht. Aber hier ist, glaube ich, auch schon wieder gefuttert worden. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das aber auch die einzige, die überlebt hat. Na, da muss man natürlich mal gucken. Sonst ist alles weg. Ja, also das ist die Sache, wenn man das mit der Selbstversorgung machen möchte, da muss man eigentlich zusehen. Was heißt eigentlich? Man muss eigentlich jeden Tag da sein. Vielleicht mal 2 Tage, die man das nicht unter Kontrolle hat. Man muss gucken, dass die Pflanzen genug Wasser bekommen, dass die Zäune alle gestopft sind, beziehungsweise wenn Tiere kommen, dass man sie eben, ich meine, wenn man Präsenz zeigt, dann nähern sich die Tiere dem Grundstück auch nicht so sehr. Aber das ist halt keine Lösung, ne? Wenn das alles aufgefuttert wird, mit wenig Erfolg gekrönt, das Ganze. Hier hatten wir auch ein paar Kartoffelpflanzen, die hatten sich ganz wild wieder gezeigt. Die hatten wir hier dieses Jahr nicht angelegt, aber aufgefuttert, verdrängt. Also eigentlich nur der Kürbis. Kürbis ist super, ja. Ich kann es auch hinten nochmal zeigen beim Komposter. Ja, also Kürbispflanzen könnt ihr auch ruhig beim Kompost anpflanzen. Das sind Starkzehrer, die mögen diesen Boden. Ja, also man sieht es da hinten neben der Goldrute. Befindet sich eben auch, ja, einiges an Kürbis nochmal. Da sind jetzt bestimmt 10 Kürbispflanzen und man kann das dann eben, wenn man das perfektionisieren möchte, dann hier eben auch alles voll machen. Also überlegt, wie viel Platz hier ist. Das ist der Wahnsinn. Genau. Hier ist noch eine der letzten Johannisblüten. Johanniskrautblüten. Toll hier. Schön. Ja, gucken wir mal, ne? Genau. Wie breit das Ganze hier ist. Also was ich meine oder meine Frage ist, wenn wir vielleicht wirklich schon hier auflegen, wir wollen das ja auch hier hochkant machen mit dem Holz, dass man auch hier mit dem Winkel arbeiten kann. Thank you.
Man sieht hier, werden da hinten Planken gestrichen. Also ja, Profilbretter Außenfassade für dieses kleine Tiny House. Haben wir uns vor einer Woche spontan überlegt, beziehungsweise vor 6 Tagen haben wir uns überlegt. Und 2 Tage haben wir auch nicht gearbeitet. Das heißt, jetzt haben wir insgesamt so 4 Tage dran gearbeitet. Boden gemacht hier. Muss man ein bisschen größer sein. Eine kriegen wir noch mit den Stühlen, dann noch die Leiter. Schön geworden, hä? Super toll. Noch gezeltet. Wir werden jetzt die Kürbisse gießen, die dann auch genug Wasser haben. Geht schon los. Morgens oder abends gießen, nicht in der prallen Sonne. Die Mittags-, Nachmittagssonne. Ja, jetzt haben wir endlich hier dieses, sagen wir, das, was wir uns vorgenommen haben, geschafft. Innen sieht man ja, die USB-Platten haben wir angebracht hier. Hä? Und da die Wand, der Boden, das war, ist ja alles nicht gewesen von der Woche. Vor der Woche war das alles noch nicht. Ne? Und hier schön die Fassadenwand. Ja, Profilbretter, also richtig toll geworden. Richtig froh. Super, und jetzt geht's wieder ab nach Deutschland. Super Biofisch. Super Biofisch. Also so, ja. Nicht vom aus dem Meer raus. Ach so, nicht aus dem Meer? Ja, weil... Das ist allgemein belastet. Ende September schon mal Silvester. Vielleicht feiern die einfach auch nur das Wochenende. Oder die Herbstsonnenwende. Was ist denn hier los? Viele Feten heute. Ist heute irgendein Nationalfeiertag? Samstag, der 21. September? Das müssen wir mal nach. Was nicht getan hat nach einem Monat, nach fast 5 Wochen. Aber wieder ein sommerlicher Tag, Anfang Herbst. Ja. Sonntage gibt es ja hier genug in Ungarn, also definitiv mehr als in Deutschland. Obwohl man ja sagen muss, 2018 und 2019 ist es in Deutschland nicht gerade dunkel gewesen. Das ist das Tiny House. Boah, ein Loch, muss man aufpassen. Plopp, reingetreten. Ja, sieht gut aus. Wir hatten hier mal so ein bisschen Folie hingelegt damals. Vor einem Monat. Weil es hier reinregnen sollte, aber das sieht ja alles noch echt, was heißt noch? Alles total trocken. Ob die Folie jetzt was gebracht hat, ist halt auch wieder Plastikmüll, ne? Das ist nicht so schön, aber bevor hier irgendwas aufweicht, habe ich mir gedacht, da muss man das mal machen. Ja, sieht alles wunderbar aus, ne? Also, ist schon toll. Da kann man jetzt dran weiterarbeiten. Ne? Ja, der Garten. Wenn man nichts macht, dann kommt auch nichts, ne? Und echt kein Kürbis da. Ja, ist wahrscheinlich zu trocken. Ich habe auch mal geguckt. Es hat hier so gut wie gar nicht geregnet. Das war letztes Jahr anders. Deswegen wurden wir hier mit Kürbissen bombardiert. Aber ja. Die Pflanzen leben noch, aber Kürbisse sind nicht in Sicht. Ja. Schade. Das ist traurig. Aber da darf man sich auch nicht wundern. Das muss man ganz ehrlich sagen. Hier muss halt immer jemand sein, der gießen kann, der sich um die Pflanzen kümmert, der neue ansät, der Unkraut jätet. Das ist eben nicht gegeben, das sage ich auch ganz klar. Deswegen ist das Projekt für mich auch nicht gescheitert. Ich brauche einfach die Zeit dafür, beziehungsweise ich weiß, ich alleine schaffe das eh nicht. Ja, und ich möchte meine Fähigkeiten nicht unterschätzen, aber ich kann nicht Videos machen, Häuser bauen, für meine Tochter da sein. Vielleicht alle 3 Monate meinem Talent Schlagzeugspielen nachgehen, was im Moment echt traurig ist, weil ich ja gar keine Zeit mehr für habe. Und dann noch irgendwie im Garten arbeiten. Es funktioniert einfach nicht. Also das ist einfach physisch, materiell nicht machbar.
Das ist so. Für ist wie alles wunderschön hier. Ja, ich freue mich auf den Bau vom Tiny House. Haha. Für kleine Frauen gestellt. Ja. Aber ganz komisch, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So. Die muss gekürzt werden. Mhm. Da kann man gar nicht mitfahren. So. So, ein Heckkoffer für mein Fahrrad. Ja, natürlich super. Kommt dann hier dran. Man ist schneller, ja, weil aerodynamischer und man kann viel mehr mitnehmen. Ja. Passen 80 Liter rein. So, jetzt ist der Koffer fertig dran geschraubt. Dann muss ich oben die Decke dran machen. Ja, und dann geht's schon los mit der Reise. Ja, sehr ganz schöne Frickelei, ne? Guck mal die Hände, das sieht aus. Gemütlich! Jetzt können wir langsam, jetzt sind wir gleich verheiratet. Die Hochzeitscrasher. Wahnsinn, 27 Grad. Ja, und in wenigen Stunden schreiben wir Oktober 2019. Ist noch richtig heiß, ja. Also auch morgen soll es richtig heiß werden. Ja. Das ist für Ungarn gar nicht so untypisch, dass es gegen Mitte Herbst nochmal so richtig warm werden kann, so richtig sommerlich. Ja, also richtig sommerlich ist das jetzt gerade hier. Ne?
Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber nicht zu unerträglich heiß. Wir hatten ja schon über 30 Grad. Das ist dann noch wirklich ein Tick zu krass teilweise. Aber ist schon angenehm. Ne? Also das ist wirklich toll. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Das wird. Ja. Super. Das Gemälde hier. Hand. Das entwickelt sich ja super. Keine Strahlung, schwache Strahlung, starke Strahlung, extreme Strahlung. Bei mir ging das dann zu Hause mit der Schreibtischlampe schon fast ins Extreme rein. Ja, da konnte ich dann eben viel optimieren mit diesem Gerät. Ich habe jetzt die Anleitung zwar nicht mit, aber das brauchen wir ja eben nicht, um die Karte zu lesen. Ja, die Firma Gigahertz, da habe ich ja auch ein Hochfrequenzmessgerät von. Und das ist jetzt eben ist die niederfrequente Strahlung, also elektromagnetische Felder, Wechselfelder, die eben bei normalen elektrischen Geräten auftreten. Ja, genau. Jetzt mal interessant hier zu messen, weil wir sprechen ja hier über dieses werdende Tiny House, was immer noch diese, oder was heißt immer noch, da sollen auch die Solarpanels draufbleiben, aber sprechen wir über über Gleichstrom. Ne? Das heißt, eigentlich sollte das Messgerät da nichts messen, aber ich bin mal gespannt. Genau, fangen wir mal an mit den elektrischen Feldern, gucken wir mal. Mal anmachen. Und ja. Das ist niedrig, ne? Das ist gar nichts. Gar nichts, sag ich ja. Ne? Das hätte mich auch gewundert. Das ist alles Gleichstrom. Jetzt machen wir mal auf die magnetischen. Ich mache es nochmal vorher aus. Mhm. Ja, das ist Wahnsinn. Siehst du? Okay. Da kann ich mich jetzt gar nicht genug aus, um das sagen zu können, dass es so hätte sein können überhaupt. Das ist cool. Ja. Na? Weil das ist immer die Bedenken. Die Bedenken haben die Menschen. Stimmt auch irgendwo, weil meistens in Häusern, wo diese Panels sind, da ist irgendwo der Wechselrichter darunter. Ja, man bevorzugt so kurze Kabellängen. Und der Wechselrichter, der ist natürlich der diesen niederfrequenten Elektrosmog erzeugt. Aber das ist ja hier nicht der Fall, weil der Wechselrichter befindet sich ja ganz weiter hinten. Ja. Das heißt, hier sollte man strahlungsfrei, hochfrequent sowieso und auch, wie wir gerade gemessen haben. Da hast du alles richtig gemacht. Ja, niederfrequent, strahlungsfrei schlafen können, ne, und leben können. Ja. Hallo. Machen wir es am besten, ich schraube den mal fest. Ja, und dann machen wir mal mit der Wasserwaage. Hier steht das noch über, ne? Naja, tut ein bisschen runter. Ja. Machst ein bisschen runter. Scheiße, Kreuz. So, morgen fahre ich schon wieder. Ja. Im Oktober geht wieder nach Deutschland, aber hier, das werde ich wohl noch machen am Tiny House. Bis hier oben hin, Fassade. Ja. Hier kann man auch noch mal sehen. Ja. Wunderschön, das werde ich auch noch zu Ende machen bis dahin. Und ja, dann werde ich das erstmal so lassen. Bis ich nächstes Mal wieder hier bin, dann werde ich weitermachen. Eine schöne Zeit hier im Oktober, wieder viel gelernt, viel geschafft, viele nette, tolle Menschen kennengelernt, die mich hier besucht haben. Die haben eben noch ihr Zelt abgebaut. Und ja, so ein bisschen wehmütig wird man dann schon, wenn man wieder abhaut. Aber ich freue mich ja auch, bald wieder in Deutschland zu sein. Mit meiner Tochter. Es ist ruhig. Warte.
So, super. Das sieht doch super aus, habe ich selbst gemacht. Nicht mal eine Stunde. Und da kommen dann morgen Füße noch dran. So, was ich jetzt hier gemacht habe, ist hier so ein Kabel. Das habe ich im Flohmarkt in Ungarn gekauft, habe ich angeschlossen. Ja, das ist eigentlich so ein normales Netzkabel, aber, also eine Verlängerung, man kann da die Pole nicht vertauschen, wenn man das ansteckt. Das ist der Vorteil. Ne? So, hier sieht man noch nichts, ist auch klar, weil wir haben das Ganze noch nicht angeschlossen. Jetzt wird es also spannend. Wenn wir jetzt hier was sehen, dann hat das Ganze funktioniert mit dem Flohmarktkabel. Ich leg das mal hier so hin. Jetzt schließt man das mal an. Ja! Juhu! Genau. 13,3 Volt, die Batterien sind voll, ja. Und das ist das Tolle, wenn ich jetzt hier die Batterie aufladen will oder den Strom ausschalten will, dann mache ich einfach den und dann ist es das weg. Also hier kann man jetzt einen Verbraucher anschließen. Das ist letztendlich, mit Powerbank kann man laden, ein Handy kann man laden. Ja, es gibt ja auch so LED-Lampen für USB. Also das ist jetzt so einfach so eine USB-Steckdose, sage ich mal. Aber hier sieht man ja schon den Verbraucher. Falsche Seite nochmal neu. Nein. So, die Tür wird gemacht. Drin ist schon der Kamin an, wie man sieht. Und ja, die werde ich jetzt mal, die Zarge werde ich jetzt mal da ins Tiny House einbauen. Das wird mal wieder gewaschen. Das machen wir jetzt auch seit anderthalb Jahren mit der Waschmaschine. Klappt wunderbar off-grid, wenn man genug Strom hat. Ja, heute ist kein sonniger Tag. Trotzdem haut das hin vom Strom. Ja, bei 24 Panels. Und hier in dem Socken wird jetzt eh voll gesammelt. Ja, viele haben das schon gesehen, aber ich wiederhole das immer gerne zu sagen, man braucht ja nicht wirklich irgendwelche chemischen Produkte, synthetisch hergestellten Sachen, die viel kosten aus dem Supermarkt, wo man erstmal hinfahren muss, es kaufen muss, wenn es doch hier alles wächst. Und seitdem ich Efeu benutze, tue das einfach in so einen Socken, 10 bis 20 von so kleinen bis mittelgroßen Efeublättern, zerrupfe die ein bisschen und da sind eben, ich glaube Saponine sind das, ich weiß nicht, da sind irgendwelche Stoffe drin. Ja, ich bin kein Chemiker, aber irgendwelche Stoffe, die die Kleidung reinwaschen. Ja. Und Efeu wächst ja fast überall. Ja. Hier in Südportugal sehe ich Efeu, es ist immer grün, findest du auch im Winter. Und auch in Skandinavien wächst es, also Efeu wächst einfach europaweit. Und ich meine auch, ich weiß nicht, also eine Wüste vielleicht jetzt nicht, da kenne ich mich nicht aus, aber europaweit wächst Efeu und es wächst nach, es ist super, ne? Und genau, das werde ich jetzt holen gehen und dann eine Wäsche machen. Was machst du denn da wieder? Ein Regal. Wow, da bin ich auch mal gespannt. Ich mache jetzt hier noch mit Edelstahlschrauben die letzten Profilbretter ans Haus, ja. Da steht schon hier, ja, Ende November. 19. November, 2 Uhr, das ist ein grandioses Wetter. Anschließe, kann das hier das Gleichstromhaus wunderbar betrieben werden mit einer einfachen Lithium-Ionen-Batterie. Erste Mal hier Licht anschließen. Ich habe die Glühbirne natürlich mal testweise kurz an Kabel gehalten zu Hause. Das ziehen wir nochmal ab. Immer einen Strom spielen, auch wenn es nur 12 Volt sind. Also die Glühbirne funktionieren, aber die Frage ist, geht das jetzt hier in der Konstellation mit dem Schalter und so weiter? Also erstmal nochmal den Minuspol richtig dran machen. So, und jetzt kommt der spannende Augenblick. Erstmal das nochmal. So, und wir schalten ein. Oh, wow, super. Na? Und das sind jetzt auch nur 20 Watt.
Ja, wir haben also jetzt hier Licht 20 Watt. Wenn man belegt, die meisten LED-Birnen haben so zwischen 6 und 10 Watt, also so durchschnittlich 8 Watt, hat so eine LED-Lampe. Und das ist mit 20 Watt zweit. Taschlampe. Das ist zum Beispiel eine LED, ne? Hier. Genau. Jetzt blickt es auch noch. Also man sieht, dieses weiße Licht ist sehr unromantisch. Und das ist halt das romantische Halogenlicht. Beziehungsweise man könnte ja auch jetzt eine Glühbirne da reinschrauben. Die kommen ja auch mit Gleichstrom zurecht. Wir haben es also hier mit einem sehr, sehr natürlichen Lichtspektrum zu tun, ja? Also der Sonne nachempfunden, kann man sagen. Ähnlich wie die Sonne. Ist gut für die Augen. Ich merke das auch, wenn ich jetzt so hier gucke, das stresst meine Augen nicht. Wenn man jetzt hier, na klar, wenn man reinguckt, ist eh schlecht. Aber auch wenn man nur so ein bisschen im Augenwinkel das sieht, das stresst dieses Licht. Na, so eine Taschenlampe ist mal gut, wenn man unterwegs ist, weil dann hat man halt jetzt nicht so eine riesen Batterie und nicht die Kapazität. Weil 20 Watt verbraucht natürlich mehr als so eine LED-Birne. Aber ich finde, es geht noch, ne? Wenn man überlegt, die normalen Glühbirnen damals, die auch richtig heiß werden, die haben so 60 Watt, vergleichbare Halogenlampen vielleicht 50 Watt. Und wir haben 20 Watt, das ist also eine relativ schwache Halogenlampe. Aber ich finde es immer noch ausreichend. Man kann hier arbeiten, es ist auch nicht zu hell. Man kommt dann vielleicht abends besser zur Ruhe. Melatonin wird produziert, wenn es eben nicht zu hell ist. So, und bevor ich weiter labere, baue ich jetzt hier nochmal weiter. Ja? Das heißt, die Kabel wollen noch alle hier befestigt werden. Hier sehe ich, verknotet sich gerade auch was. Und dann sehen wir uns mal irgendwann wieder. Kann man mal sehen, wenn das fertig ist, wie das aussieht. Ja. Okay. Fastet? Ach nee, da sind noch mehr. Guck mal, hier ist alles voll mit Hundewelpen. Hallo. 6. 6 Welpen. Vielleicht sogar mehr. Hallo, Süßer. Komm mal her. Komm her. Ich muss euch mal was zeigen. Die Hunde, die hier im Wald rumgerannt sind. Ja. Wo haben die sich wohl jetzt niedergelassen? Ja. Es gibt ja hier viele, viele Stellen, auch im Wald, wo man sich verstecken kann. Aber ich zeige euch mal, wo die sich niedergelassen haben. Und was ihr hier seht, das ist tatsächlich ganz normales Hundefutter. Ich war auf den Moment natürlich nicht vorbereitet, dass ich nichts Veganes kaufen konnte. Und die sehen mir sehr, ja, die knabbern an Ästen rum und so. Die haben Hunger, die kleinen Welpen. Und dann bin ich zum Supermarkt gefahren. Das würde ich sonst niemals machen. Aber in der Situation wusste ich mir nicht anders zu helfen. Ich weiß nämlich gar nicht, was Hunde so vegan so futtern. Ich glaube Reis oder so, den habe ich noch nicht mal da. Also einfach ganz normales Hundefutter gekauft. Aber jetzt schaut mal her. Also ich will die auch nicht blenden. Ich stelle jetzt mal das Futter erstmal hier hin. Und ich hoffe, es ist noch da. Guck mal, da seht ihr sie. Da. Hier im Haus sind die, was ich gebaut habe. Ja, ich will die nicht wirklich blenden. Da seht ihr sie. Die Susi, die auch noch rein. Naja. Vermutlich jetzt nicht so viel Ahnung. Aber wird schon klappen. Nur mal hin mit den Kleinen. Die haben noch so viel Mist, hä? Schön. Fehlt da noch einer, ne? Ja, einer fehlt wieder. Jetzt sind sie komplett. Meiner.
Favoritenrennen gemacht hat ein Malamut, den hat er mitgebracht. Tschüss. Die schneidet und wird so Malamuts Nase lässt draußen zuschneiden. So, hier wird noch gearbeitet. Man sieht hier eine Lithium-Ionen-Batterie. Ja, das ist so eine LiFePO4, so eine Eisenphosphat-Batterie, 12 Volt, 512 Wattstunden, ja. Also ich glaube ja, 42 Ampere müssen das sein. Und hiermit kann das aufgeladen werden, einfach über den Haushaltsstrom. Hier ist der Stecker, ja. Da habe ich mir überlegt, hier kann man eben, das geht an Plus- und Minuspol, dieses Kabel. Wenn man das hier zusammensteckt, kann das ja mal eben machen. So. Ich mache oben das Licht an. Ja. Kann man auch noch das andere anmachen? Ja. So. So, stecken wir wieder aus. Hier sieht man noch 13,1 Volt. Das ist also ja, 60% geladen vielleicht, 70, zwei Drittel ungefähr drin. Dann hat man einen USB-Stecker und einen USB-C-Stecker. Das soll dann alles hier in diese Wand integriert werden. Hier kommt ein Stromkabel durch, das geht dann hinten ans andere Ende. Ja, da soll die kleine Kochnische entstehen, da kann man dann eben auch USB-Geräte anschließen. Da oben zum Beispiel auch Schlafbereich, alles auf Gleichstrombasis. Ja, und eben diese Stecker möchte ich hier auch im ganzen Haus integrieren. Das sind hier diese Grundstecker, diese Hohlstecker auf 12 Volt Basis. Da habe ich auch schon ausprobiert, da kann man einen Verstärker, einen kleinen 25 Watt Verstärker dran anschließen. Hier ist ja dieser Sicherungskasten. Ne? Da sind die Sicherungen drin. Die haben, glaube ich, ja, die haben 10 Ampere. Und das ist eine 25 Ampere Sicherung. Also da geht schon einiges durch. Und dann geht eben, wie gesagt, hier die Pluspole, Minuspol zusammen. Geht eben hier ins ganze Haus. Licht hat man gesehen. Verstärker funktioniert. Wir haben sogar einen Monitor. Ja, einen Monitor für einen Wohnmobilbereich, der über 12 Volt betrieben werden kann. Computer. MacBook kann auch über 12 Volt betrieben werden. Hier haben wir dann noch ein Niedervolt-Kabel. Das werde ich dann eben an die Endverbraucher alles noch legen. Und das ist, wie gesagt, hier dieses Hauptkabel, was durchs ganze Haus jetzt geht. Ne? Hier kommen noch so Abschlussleisten, so Holzwinkelleisten hin, damit das schön aussieht. So, gucken wir uns das Haus nochmal an hier. Ja, über die Profilbretter oben habe ich eben diesen Nagerschutz hingemacht. Dieses Drahtgeflecht, Mäusedraht, wie man das nennt, dran getackert. Da steht noch eine Leiter. Hier ist ein schönes Fenster. Das kann man nicht aufmachen, das ist fest. Und da habe ich jetzt von außen, wenn ich jetzt 2 Monate nicht da bin, so einen Müllsack hingemacht, damit es eben nicht hier reinregnet. Ne? Hier brauche ich es nicht. Hier habe ich nämlich schon festgemacht mit so Edelstahl-Trapez. Dachschrauben, Trapezblechschrauben, habe ich so ein PVC, so eine Plastikfensterbank installiert. Das scheint aber ganz gut zu funktionieren. Wie gesagt, das ganze Haus ist ungedämmt. Wir haben ein paar Profilbretter, muss aber alles noch mit Stromleitung noch gelegt werden. Da oben habe ich auch noch diese PVC, das PVC-Fensterbrettdach, ja. Wellblech, PVC-Wellblech installiert. Da muss auch noch was hin, also müssen wir mal gucken. Da passt so gerade, glaube ich, so ein 12 cm Profilbrett passt hier so gerade drauf. Das müsste so gerade gehen. Mal gucken, wie ich das befestige, ob ich hier noch eine Lattung mache. Das wird sich zeigen. Ja, aber das ist schon ganz ordentlich, ne? Wenn man sich das mal so anguckt. Kann mit zufrieden sein. Denke ich mal, ne? Goodie.